Hallo du lieber Auswüchser! Hallo! Hier sind Paddy und Jana und in unserem Kanal geht es ja darum, wie du das Abenteuer mit dem Jetzt verbinden kannst. Und bisher haben wir das hauptsächlich gemacht, indem wir dir gezeigt haben, wie du halt Outdoor-Abenteuer neben deinem Alltag erleben kannst. Genau, und in diesem Video geht es darum, wie du Sachen, die du eh schon machst, die ganz alltäglich sind, anders machen kannst und dadurch vielleicht sogar ein bisschen abenteuerlicher machen kannst. Wir haben 5 Ideen, die richtig viel Spaß machen und deinen Alltag ein bisschen aufpeppen. Viel Spaß! Überleg doch einfach mal, welche Wege du hast, die du regelmäßig machst. Das kann zur Arbeit sein, das kann zum Einkaufen sein oder vielleicht zum Arzt oder so. Und dann probier doch einfach mal aus, das zu Fuß zu machen oder mit dem Fahrrad. Und du wirst dich wundern, dass es total viel Spaß macht und dass du auch viel entspannter ans Ziel kommen wirst. Und wenn du jetzt sagst, das ist mir alles ein bisschen zu weit, ich habe nicht so viel Zeit, dann mach es doch einfach so, park das Auto einfach ein Stückchen vorher, geh die letzten 500 Meter mal zu Fuß oder steig mit dem Bus eine Station vorher aus und geh den Rest. Oder wenn es bei dir so ist, du willst vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, dann besuch doch mal Freunde, die weiter weg wohnen, vielleicht 10, 20 Kilometer einfach mit Fahrrad oder zu Fuß. Und du wirst dich wundern, wie anders du den Weg plötzlich erleben wirst. Es gibt bestimmt jetzt schon Gerichte, wofür du kein Besteck benutzt, sondern deine Hände zum Einsatz kommen. Ich wette, du isst Pommes mit der Hand, Pizza bestimmt auch manchmal, Brot sowieso und Burger vielleicht auch. Und ja, wie wär's, wenn du das jetzt einfach erweiterst, wenn du noch ein paar andere Sachen mit den Händen isst? Ich habe mir hier zum Beispiel Rosmarinkartoffeln mit Räucherfisch und Salat gemacht. Und das ist echt easy mit den Händen zu essen. Das ist nicht so soßig, also viel einfacher als zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Ja, das Tolle am Essen mit den Händen ist eben, dass du eine ganz andere Komponente in dein Essen bringst. Du siehst dein Essen nicht nur, du riechst es nicht nur, du schmeckst es nicht nur, du fühlst es auch noch. Du entdeckst auf einmal, wie sich Kartoffeln mit Pfefferkörnern anfühlen oder Salat mit so ein bisschen Dressing, geschnittene Tomaten oder der Fisch, ist der eher hart, ist der eher weich? Das macht richtig viel Spaß, probier es einfach mal aus. Es lohnt sich. Du hast bestimmt Wege, die du jeden Tag gehst und die du wie deine Westentasche kennst. Aber ist das wirklich so? Häufig ist es so, dass gerade die Wege, die wir ganz oft machen, dass wir die gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und deswegen probier mal aus, nimm mal einfach deine Kamera und mach mal Fotos. Und schau dir einfach mal an, was du unterwegs so siehst. Und dann entdeckst du vielleicht irgendwo, dass Moos am Baum ist oder so. Oder du schaust dir ein Haus an und siehst, dass da ganz interessante architektonische Details dran sind. Oder schau einfach mal auf den Boden und dann erkennst du, dass die Struktur vielleicht ganz spannend ist. Und dann wirst du vielleicht auf einmal merken, dass ein Weg, den du schon super gut kanntest, dass er auf einmal ganz spannend und ganz neu ist für dich. Die Füße sind wie die Hände total sensible Körperteile. Aber meistens verpacken wir die Füße in Schuhe und spüren dadurch gar nicht so viel. Probier doch mal, wie es sich anfühlt, die Schuhe auszuziehen und den Untergrund zu fühlen, auf dem du gehst. Es kann am Anfang natürlich manchmal ein bisschen schmerzhaft sein, aber deswegen ist es wichtig, dass du dir einen Ort suchst, wo du es genießen kannst. Zum Beispiel einen Spaziergang im Park oder im Wald oder vielleicht auch im Garten. Und dann wirst du spüren, dass es auch total angenehme Untergründe gibt, zum Beispiel weiches Gras oder ein laubiger Waldboden. Und ja, das offenbart dir ganz neue Sinneseindrücke und macht einfach auch echt viel Spaß. Wir haben öfter schon mal die Rückmeldung, draußen schlafen finde ich ja total spannend, aber ich traue mich nicht oder ist zu aufwendig, ich habe keine Zeit. Aber schlafen musst du eh. Und bau doch einfach mal dein Bett auf dem Balkon auf oder einfach im Garten und leg dich dahin. Und dann hast du genauso, als wenn du im Wald wärst, um dich rum die frische Luft, du hörst die Vögel singen und du könntest jederzeit wieder rein. Und wenn du Glück hast, dann siehst du nachts auch noch einen ganz tollen Sternenhimmel. Das waren 5 Ideen von uns und es gibt natürlich noch viel mehr, deswegen würde uns interessieren, hast du Gewohnheiten, die du immer mal wieder anders machst? Schreib uns das gerne in die Kommentare, wir freuen uns. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall unseren Kanal und sei das nächste Mal wieder mit dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Ciao!